Bei meinen Klienten taucht immer wieder dieselbe Frage auf. Und das ist extrem wichtig, auch für dich. Deswegen bleib bis zum Ende bei diesem Video und du wirst extrem viel lernen. Sie kommen immer wieder auf mich zu und sagen, Daniel, ich mache jetzt seit 2 bis 3 Wochen Microdosing. Ich steigere jeden Tag die Dosis, aber trotzdem fühle ich mich sehr, sehr unangenehm. Ja, mir geht es nicht gut, ich schlafe schlecht, ich bin ständig müde. Ja, die Nase läuft, ich habe immer wieder Ängste und Depressionen. Ich bin kurz davor, das Microdosing abzubrechen. Ich kann nicht mehr. Hört es irgendwann auf, verändert sich das. So, und jetzt bekommst du die absolute Lösung für genau diese Symptome. Jeder kann das Ganze auf sich übertragen, denn was passiert mit Microdosing? Unser Prozess der Bewusstseinsentwicklung wird intensiviert. Ja, die Pflanzenmedizin sorgt dafür, dass wir eine stärkere Wahrnehmung auf unsere Traumata, auf unsere Schatten bekommen. Auf alle emotionalen, energetischen Blockaden, die wir in uns tragen und die wir nie aufgearbeitet haben. Dass wir alles immer verdrängt und betäubt haben. Ja, dem ganzen Schmerz, den wir uns nie gestellt haben, das wird sichtbar, das wird bewusst. Und die Pflanzenmedizin hilft uns, das Ganze zu verarbeiten, zu transformieren. Ja? Das heißt nicht, wenn ich Microdosing mache, dann ist alles schön und toll und ja, das wird alles, dann tanze ich im Leben rum und ich muss nichts dafür tun. Nein, ganz im Gegenteil, sondern es hilft uns, diese Traumata aufzuarbeiten. Ja? Es ist ein Katalysator des Transformationsprozesses. Der Transformationsprozess, der so oder so schon vor sich geht, aber gegen den wir uns wehren. Ja, unser Verstand, unser Ego will natürlich diese alten Strukturen nicht auflösen. Ja, der will in seiner Komfortzone bleiben, der will immer wieder dasselbe tun. Wenn wir aber jetzt starten mit Microdosing, dann geben wir uns selbst ein Commitment, uns diesen alten Traumata zu stellen, das Ganze dann aufzulösen und dem dann wirklich auch sich mit dem zu konfrontieren. Und das ist extrem wichtig, dass man sich das klar, dass man dem klar ist, wenn man mit Microdosing arbeitet. Ganz wichtig ist, dass man Meditation mit in sein Leben integriert. Denn die Meditation ist Selbstreflexion. Die Meditation sorgt dafür, dass wir das Ganze integrieren können und nicht dann wieder verdrängen, damit es sich wieder in unserem Leben als neue Situation oder als neuer Schmerz wieder spiegelt oder wir das wieder ständig projizieren. Und darum geht es bei Microdosing. Ja? Sich dem Ganzen zu stellen und diese Symptome, die sich dann zeigen, ja, das sind Heilreaktionen. Das sind Entgiftungssymptome. Und was diese Symptome mit dir machen, dazu kommen wir jetzt gleich. Als allererstes ist es wichtig, dass wenn sich eine Angst, eine Depression, ja, eine Trauer, eine Wut zeigt während des Microdosings oder in der Meditation, dass man da eine neue Geisteshaltung darauf bekommt und sich darauf freut und sagt, ja, jetzt geschieht Heilung. Denn wenn ich das Ganze wieder wegdränge, wenn ich Widerstand aufbaue, dann kann das Ganze nicht heilen. Ja, das ist ja der normale Prozess, den wir jetzt unser ganzes Leben lang mit unseren Emotionen gemacht haben. Aber Heilung kann nur geschehen, wenn wir uns unseren alten Emotionen stellen. Das heißt, wenn Angst, Trauer, Wut, Depression sich zeigt, dann lassen wir diese in unserem Bewusstsein und empfangen sie mit Liebe, damit sich das Ganze auflösen kann. Nur so kann es sich transformieren. Ich weiß, es ist das Schwierigste überhaupt, ja, zu einer Angst, zu einer Depression, zu einer Wut, einer Trauer zu sagen, ja, sie in den Arm zu nehmen und sagen, ja, komm zu mir, du darfst jetzt da sein. Es ist richtig, dass du da bist. Das ist der schwierigste Prozess überhaupt. Denn wir haben gelernt, Schmerzen, all diese Dinge wegzudrängen. Das ist auch irgendwo klar, es ist ja unangenehm. Aber nur so kann die Heilung geschehen. Und wir dürfen lernen, diesen neuen Glaubenssatz, dieses Verhaltensmuster neu einzuprogrammieren. Und das passiert, indem wir uns dem immer wieder stellen und uns dann selbst immer wieder daran erinnern. Stimmt, jetzt geschieht Heilung. Jetzt werde ich frei davon. Jetzt lasse ich das los. Das ist der Prozess des Loslassens, indem man sich dem Ganzen konfrontiert, hindurchgeht durch den Schatten. Und dann löst sich das Ganze auf. Und diese Schatten zeigen sich mental, emotional und auch körperlich. Ja? Die Schmerzen der Seele,
die werden irgendwann in euren Körper manifestiert und dann zeigen sich Migräne, dann zeigen sich Rückenschmerzen, ja, Gelenkschmerzen. Es zeigt sich auf allen möglichen Weisen. Da ist die Nase zu, die Nase läuft. Ja. Man hat die Schnauze voll vom Leben, wenn man das psychosomatisch sieht, als Symbol. Ja. Man schläft schlecht, man schläft nicht durch, man träumt schlecht. All diese Symptome sind innere Blockaden. Auch wenn sie sich körperlich zeigen, dann sind sie schon runtermanifestiert in euer physisches System. Und es bedeutet, auch diesen Symptomen müssen wir uns stellen. Wir dürfen uns diesen Symptomen stellen. Ja? Und das ist extrem wichtig, auch diese Symptome dann in Liebe anzunehmen, diese zu empfangen mit Freude, ihnen Raum zu geben, damit sie sich auflösen können in deiner Liebe, in deiner Herzensliebe. Und das ist der Prozess, den wir Stück für Stück lernen. Ja, das ist der Transformationsprozess. Wir müssen uns diesen Transformationsprozess wieder einprogrammieren in unser Bewusstsein. Und das ist das Schwierigste überhaupt auf dem Weg der Heilung, der Erleuchtung, ja, des Freiwerdens, des sich sein Traumleben manifestieren. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum er hier ist. Jeder hat seine eigenen Wünsche, wie er sein Leben gestalten will. Ja. Seine Passion, seine Leidenschaft, seine Berufung. All diese Dinge werden sich Stück für Stück mit diesem Transformationsprozess, mit dem Auflösen der Vergangenheit in deinem Leben manifestieren. Fülle, Liebe, Dankbarkeit, Reichtum und das in allen Bereichen. Ja, in der Partnerschaft, in deinem Beruf, in der Gesundheit. Alle diese, du kannst die beste Version deines Selbst werden. Aber wir müssen uns diesen alten emotionalen Blockaden stellen. So, das bedeutet, wenn du Microdosing machst, jetzt komme ich zu dem Mega-Geheimnis, also bleib dran. Das heißt, wenn du Microdosing machst, dann ist es extrem wichtig, dass du die Dosis deines Microdosings nicht ständig erhöhst und erhöhst und erhöhst, solange bis du so abgeschreckt davon bist und sagst, ich breche jetzt ab. Wie ganz viele Klienten immer zu mir sagen, oh, das ist zu intensiv, ich breche jetzt ab, ich will das nicht mehr machen. Ja, es geht darum, das Microdosing so zu gestalten, dass wir den Prozess, dass wir lernen, auf dieser Welle des Bewusstseinsprozesses zu reiten, ohne dass es zu abschreckend ist, ohne dass es uns zu arg, zu intensiv belastet, weil sonst meldet sich unser Ego, unser Verstand, sagt, nee, das mache ich nicht, das ist zu hart, das ist zu krass, unangenehm. Und deswegen müssen wir lernen, das Microdosing jeden Tag neu auf uns zu kalibrieren. Ja? Auch mal ein, zwei Tage wieder Pause machen, mal eine Woche Pause machen, das Ganze wieder integrieren, ja, wieder in die Homöostase kommen, wieder ankommen, sich erden. Wenn du wieder Power hast, dann machst du weiter mit dem Microdosing. Ja? Also immer ein Surfen auf der Welle. Mal zwei, drei Tage Microdosing, mal zwei, drei Tage Pause, mal zwei, drei Tage Microdosing, mal zwei, drei Tage Pause. Oder mal wieder eine Woche Pause, mal eine Woche Microdosing. Ja, man kann das so gestalten, wie man möchte. Hauptsache, man kann es ertragen. Und das ist extrem wichtig. Denn nur so können wir dauerhaft durch diesen Prozess gehen. Ja. Und es muss einem klar sein, wenn ich mit Microdosing arbeite, intensiviert es diesen Transformations-Schatten-Aufarbeitungsprozess. Ja. Das heißt nicht, ich mache Microdosing und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mit der Zeit vielleicht immer mehr und mehr, ja, wenn diese Schatten aufgearbeitet sind. Aber das ist der erste Prozess. Und diesen Schatten zu begegnen, sie aufzuarbeiten und dann wird alles leichter, angenehmer. Immer mehr realisieren und manifestieren sich unsere Träume. Und das ist der Trick. Stück für Stück dranbleiben. Disziplin. Und nicht immer mehr das Microdosing erhöhen und erhöhen und erhöhen, sonst wird man noch sensibler, noch feinfühliger, noch mehr Traumata kommen hoch. Deswegen immer wieder mal niedriger gehen mit der Dosis, weniger Dosis, Dosis wieder erhöhen am nächsten Tag und wieder runtergehen, zwei, drei Tage Pause machen. Lernen diesen Prozess für sich selber zu angenehm zu gestalten. Ja? Wer es intensiver und schneller haben will, der sucht sich einen Schamanen. Und mit diesem Schamanen kannst du eine Zeremonie machen, die zwei, drei Tage, vier Tage geht, wo du dann intensiv durch deine Traumata gehst und du eine große Ladung an Emotionen auflöst. Also, immer daran denken. Zwei, drei Wochen Microdosing machen ist gar nichts. Es ist lächerlich von der Zeit her. Überleg dir mal, wie alt du jetzt bist und wie viele Jahre du in der Vergangenheit gelebt hast. Wie viele Jahre du emotionalen Ballast aufgesaugt hast, ja, wie viele Blockaden du dir in deinem Leben erschaffen hast. Und die meisten Menschen haben das jahrzehntelang, ja,
Von der Geburt an haben wir irgendwelche Glaubenssätze und Verhaltensmuster einprogrammiert bekommen. Und jetzt mache ich 2-3 Wochen Microdosing und hoffe, dann ist alles gut, hoffe, alles ist aufgearbeitet, alles ist vorbei danach. Das funktioniert so nicht. Das ist ein lebenslanger Prozess. So wie wir unser Leben lang nach unten in der Spirale, nach unten gearbeitet haben, so geben wir jetzt die Handbremse rein und arbeiten wieder nach oben. Ja, wir gehen die Spirale immer weiter nach oben, entwickeln unser Bewusstsein, werden frei, erhöhen unsere Frequenz. Und das hört aber nicht irgendwann mal auf, sondern wir werden immer, und es ist ein Prozess, der immer weiter und immer weiter geht. Aber er wird natürlich mit der Zeit immer angenehmer. So, Fazit: Wenn das Microdosing zu intensiv ist, runterdrosseln, weniger machen, Tage nutzen, um wieder zu integrieren, in die Homöostase kommen, aussetzen, Pausen machen, mehr meditieren, mehr in die Stille gehen, in das Alleine sein, mit sich selbst allein sein, ja, ohne ständig irgendwelche Freunde, Familie oder sonst was um sich zu haben, in die Natur gehen, sich erden, atmen, ankommen, ja, die Frequenz der Meditation erhöhen, und all das sorgt dafür, dass der Prozess schneller vonstatten geht. Und das ist die absolute Lösung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du mehr solcher Videos haben willst, dann Daumen nach oben gehen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, dieses Video zu teilen, wenn du Freunde hast, die ebenfalls im Prozess sind und nicht weiter wissen oder die Microdosing machen und sich fragen, warum denn? Wieso sind die Symptome so intensiv? Warum habe ich immer eher Ängste? Warum hört es nicht auf? Ja, sondern warum bin ich nicht sofort glücklich? Ja, all diese Fragen, schick deinen Freunden dieses Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Freut mich. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.